Hey, möchtest du deinem Bruder eigentlich nicht Bescheid sagen, dass das Mitleid da angerufen hat, die Menge an ein Werkzeug zurückkommen? Nein, ich mag ihn jetzt nicht stören. Ich glaube, der unterschreibt gerade seinen Ausbildungsvertrag. Ja, mit Hammer und Meißel, gell? Moderner als du glaubst. Lerne einen Beruf mit Tradition und mit Zukunft. Bewirb dich für eine Ausbildung als Steinmetz. Bei Scholz Naturstein in Fraßdorf. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hier ist Spray TV Rosenheim. Schön, dass Sie eingeschaltet haben heute am Sonntagabend. Es ist das Spiel der Star Wars Rosenheim gegen den EC Peiting. Und verrückterweise gibt es dieses Spiel zum ersten Mal in dieser Saison. Also. Simon Heidenreich zieht zum Tor, will dem Torhüter die Sicht nehmen. Maxi Vollmeier zieht Richtung Tor. Tor! Da ist 1:0. Und das war genau, wo haben wir es vorausgesehen. Genau die Situation, du hast es angesprochen. Simon Heidenreich nimmt Hechenrieder die Sicht weg. Ja, und Vollmeier in aller Ruhe kann er dort den Puck unterbringen. Ja, 7 Sekunden vor Ablauf der Strafzeit, der ersten Strafzeit für Peiting, gelingt es den Star Bulls hier heute Abend. Sehen wir in der Wiederholung. Simon Heidenreich nimmt dem Peitinger Goalie die Sicht. Da hat er überhaupt keine Möglichkeit. Und Vollmeier guckt sich ihn wunderbar aus. Ah, toll. Gefühlt würde ich jetzt sagen, dass das nicht allzu oft vorkommt. Oh, jetzt 2-0. Ah, da konnten. Ah, 2-0. Wunderbares Tor. Ah. Henriquez macht da den Tipp, den entscheidenden. Somit kurz den Puck abgelenkt. Hechenrieder muss abprallen lassen. Was der Höller. Und Alexander Höller. Alexander Höller nimmt den Rebound zum 2:1. Oder wie der Kollege von Magenta Sport immer sagt, der Nachstauber. Der Nachstauber. Sucht sich den. Hat den Nachstauber. Hier sehen wir es in der Wiederholung. Bulli gewinnt, Scheibe raus und ein Wahnsinnsantritt jetzt von Höller. In der Mitte läuft Beintl mit Tor. Was für ein Unterzahltor. Short head and goal. Holla die Waldfee. Ist ja, der Höller die Waldfee. Ist der Alex Höller schnell. 3-0 für die Star Bulls heute Abend. Es ging wahnsinnig schnell weg vom Bulli-Punkt. Bulli gewinnt über Höller, der nimmt die ganze rechte Seite für ja, sich. Ja, aber hat der, schau mal dahin, hat der Alex Höller da das Speedlimit eingehalten? Das ist ja fast schon blitzerwürdig, würde ich sagen. Zweites Tor an dem Abend. Toll. Das Tor natürlich. Ein Tor, ein Assist, so wollte ich sagen. Ja. Tor. Hat sich's abgezeichnet. Ja. Sie haben jetzt 7 Sekunden vor Ablauf der Strafzeit verkürzen die Peitinger auf 1:3. Sie schreiben also ihr erstes Tor auf das Scoreboard heute Abend. Kriegen wir nochmal die Wiederholung. Von der blauen Linie weg. War niemand mehr dran. An die Feuerecke, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, der Kapitän auf der anderen Seite. Wir haben erst 20 von 60 Spielminuten gespielt und 3-1 ist im Eishockey noch gar nichts. So, eine schöne Chance jetzt. 4-1 und 4-1. Das war jetzt natürlich Wasser auf die Mühlen der Star Bulls. Da war Verteidigungsfehler bei den Peitingern und eiskalt. Heute sind die Star Bulls in der Chancenverwertung eiskalt. Draxinger mit seinem ersten Treffer heute Abend. Tobi Draxinger erhöht für die Farben auf 4:1 für seine Farben. Viertes Saisontor. Ja, da waren die Peitinger Verteidiger zu dritt auf einen Star-Bulls-Spieler fixiert und haben den guten Tobi Draxinger übersehen oder vergessen. Der kann da rumkurven und sowas lässt er sich nicht entgehen. Darwin steht gerade neben uns und feiert sich schon selber. Ja, Peiting. Peiting. Und da ist das 4:2. Hast das du vorweggenommen? Du hattest recht. Peiting verkürzt auf 4:2. Daniel Reichert. Die 96, Daniel Reichert, waren die Star Bulls ein bisschen unaufmerksam in der Verteidigung, nicht konsequent genug, haben die Scheibe nicht klären können. Und da ist er völlig frei. Und das lässt er sich nicht entgehen. Er macht halt sein 9. Saisontor. Also 4:2. Nur noch aus Sicht der Star Bulls. Und jetzt Peiting. Ja, wenn es schnell geht, eine 3-auf-2-Situation. Boah. Ah, toller Save. Scheibe bleibt ohne aber Folgen. Drin. Ja. Oh. Oh, der ging knapp vorbei. Also spielt Hin- und Rückspiel. Oh, Scheiße jetzt für Alex Höller. Ja, will er sein drittes Tor machen. Unheimlich kräfteraubend. Wenn wir jetzt die Buchstaben. Oh.
Und der Puck ist drin. Kein Tor. Schiedsrichter hat ausgewunken. Ja, spannend momentan in der Tabelle. So, 96 wieder. Der hat halt schon ein Tor. Boah. Boah, da hatten es damals Glück, die Scheibe. Ja, Mechel lässt den Puck. Ich wollte gerade sagen, Rosenheim verteidigt an der blauen Linie jetzt. Ah, die letzten 10 Sekunden laufen runter. Ja, also jetzt, das bleibt. Da können wir den Star Bulls heute zu einem Sieg gratulieren. Head Coach John Szczynski. Da wird final. Die Star Bulls gewinnen heute. Das Spiel gegen den EC Peiting mit 4:2.